Jürgens Gedanken zum Tag. Empfange die Gnade Gottes. Allein aus Gnade, das ist einer der Kernsätze, die Martin Luther einst herausgestellt hat. Wir haben das Versöhnungsangebot von Gott nicht verdient und können es uns auch nicht verdienen. Wir müssen es uns auch nicht verdienen, weil Gott uns aus seiner Liebe heraus gnädig ist. Das ist wichtig, denn viele Menschen denken, sie müssen irgendetwas tun, um die Gunst von Gott zu erlangen. Dass Gott ein gnädiger Gott ist, bedeutet aber das Gegenteil. Es bedeutet, dass ich seine Liebe nur anzunehmen brauche. Gnade bedeutet, dass wir Gott nicht zu imponieren brauchen oder auch können. Er nimmt uns einfach so als seine Kinder an und schenkt uns die Gnade, dass er uns mit allem ausstattet, was wir brauchen, um so zu leben, wie er es uns aufgetragen hat. Wir müssen nur Ja sagen. Paulus schreibt: Freilich lässt sich die Erlösung, die uns Christus geschenkt hat, nicht mit Adams Verfehlung vergleichen. Denn durch das Vergehen des einen wurde die gesamte Menschheit dem Tod ausgeliefert. Durch Jesus Christus aber, diesen einen Menschen, haben alle in überreichem Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Römer 5, 15. Wir bekommen Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit geschenkt. Wir können den Segenstrom jedoch auch abwürgen, indem wir uns entscheiden, einen Weg einzuschlagen, von dem wir wissen, dass er falsch ist. Gnade bedeutet, dass Gott uns zeigt, wie unser Leben funktionieren kann, dass er uns ruft und beruft und dann, so hat er es versprochen, mit allem Nötigem ausstattet, dieses Leben dann auch zu leben. Wenn wir seiner Gnade folgen, dann werden wir leider dennoch nicht ohne Widerstände durchs Leben gehen. Aber Gott wird mit uns sein, uns die Kraft geben, die wir brauchen, uns aufrichten, trösten und leiten. Sind wir aber der Meinung, wir gehen den Weg, den wir wollen, dann wird Gott uns gehen lassen. Das ist manchmal ganz schön hart. Wenn du Gottes Ruf folgst, dann wird er dir helfen. Jesus ist für dich gestorben, damit du Versöhnung mit Gott haben kannst. Das bedeutet, dass du als sein Kind zu ihm kommen kannst, nicht als Bettler oder Unwürdiger. Du bist gerecht vor Gott und kannst in dieser Gerechtigkeit wandeln. Das klingt ziemlich fromm und vielleicht ein wenig abgehoben, ist aber wichtig, denn nur so hast du Zugang zu Gottes Geist, der dich erfüllen kann und will. Jemand, der Gott nicht kennt, wird diese Erfahrung nie machen können. Gottes Geist will dir helfen, deinen Alltag zu meistern. Er will dich leiten und ausstatten mit allem, was du brauchst, um Gottes Ruf zu folgen. Es wäre also alles andere als schlau, dieses Angebot auszuschlagen, denn Gott bietet uns nichts weniger an als ein Leben in Fülle. Schau dir einmal dein Leben an. Hast du dich entschieden, Gottes Gnade anzunehmen? Hast du dich auch entschieden, den Weg zu gehen, den Gott dir geebnet hat? Es wird der Bestmögliche sein, der zu dir passt. Wo in deinem Leben machst du dein eigenes Ding und setzt Gott vor die Tür? Sprich mit ihm über diese Dinge. Gott wird dir alles schenken, was du brauchst. Aus Gnade. Er hat es versprochen. Sei gesegnet. Und Max Lucado schreibt: Gott schenkt seinen Segen entsprechend dem Reichtum seiner Gnade, nicht entsprechend der Tiefe unseres Glaubens.